Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie im Studio News Rund bei der Sendung Die Frontlinie. Und zunächst ein Interview zum Thema Putin-Trump-Gipfel in Helsinki. Unser heutiger Gast im Studio ist Journalist und Buchautor Ulrich Heiden. Herzlichen Gruß, Herr Heiden. Ja, schönen guten Tag. Ich möchte heute mit Ihnen das Thema von Putin-Trump-Treffen besprechen. Also das Treffen der Präsidenten Trump und Putin in Helsinki wird einen langen Nachhall haben. Die Medienmeute bezeichneten das Treffen als Kniefall Trumps vor Putin. Das war doch kein Kniefall, oder? Ja, ich meine, es war kein Kniefall. Also das ist natürlich alles viel zu zugespitzt, wie die Medien das aufarbeiten, weil die Medien achten ja nicht darauf, was eigentlich dahinter steht. Also dahinter steht ja, dass Amerika ist selbst gespalten. Das wird für mich ganz deutlich. Auch wenn jetzt zum Beispiel Trump der NATO, also praktisch Deutschland droht, also ultimativ, es müsste seine Ausgaben erhöhen bis zum nächsten Jahr. Also das zeigt ja, dass das, sag ich mal, sehr aggressiv vorgetragen ist und dass er aber auch gleichzeitig eben in Deutschland und auch in Amerika wieder auf Widerspruch stößt. Also, sag ich mal, die Befindlichkeiten sind da ganz verschieden. Also, ich meine, das ist eine Übertreibung zu sagen, es sei ein Kniefall, weil ich meine, Trump hat, also der spielt, sag ich mal, mit Worten, mit Drohungen, mit also er gibt jetzt mal in Moskau, in Helsinki hat er sozusagen den eher den Zurückhaltenden gegeben, hat sich sozusagen, sag ich mal, einigermaßen diplomatisch gezeigt. Aber das ist ja eigentlich normaler Stil. Das heißt aber nicht, was da sein Programm, was er eigentlich hat, also und was Amerika hat oder der aggressive Teil von Amerika, das steht ja weiterhin, also ich meine, die USA sind weiterhin ja eine aggressive Militärmacht. Also das hat sich unter Trump noch nicht viel geändert, sag ich mal. Also das alles scheint so aus, sieht so aus, als ob man eine Angst vor einer Neuauflage von Yalta hat, vor der machtpolitischen Aufteilung der Welt, dieses Mal unter Einbeziehung Chinas, oder? Yalta, das ist ja nun, ich meine, das ist, wann war das, 1944, 1945? 1945, also völlig andere Bedingungen, also der Hitlerfaschismus war zerschlagen. Ich meine, ich sehe erstmal, dass Deutschland jetzt versuchen wird, sich als Führungsmacht von Europa noch mehr zu stärken und vielleicht zusammen mit Frankreich, also ein europäisches Verteidigungsbündnis aufzubauen, wie es schon länger im Gespräch war. Also das ist, glaube ich, das Ziel, also was Deutschland jetzt stärker formulieren wird und wofür Trump, also sozusagen Trump stellt sozusagen Bedingungen und zwingt Deutschland zu diesem Weg, der also auch mal sagen, sehr national werden kann und der auch mal sagen, für Russland nicht unbedingt positiv sein kann. Also weil, ich meine, nationalistischer Weg in Deutschland, der dann auch hochkommen könnte, wenn Deutschland sich sozusagen als Führungsmacht von Europa mehr noch in den Vordergrund spielt, dann gibt es eben, ja, sag ich mal, gut, dann braucht man nur die Geschichte anzugucken, was war das? Der letzte deutsche starke Weg, das war eben der, leider Gottes, der Hitlerfaschismus und was anderes kennen wir nicht. Wir kennen eigentlich den eigenen deutschen Weg nur an einer Maßlosigkeit, also zwei Weltkriege angezettelt und also ich bin natürlich sehr skeptisch. Also ich habe mich natürlich gefreut, dass Trump mit Putin also ein normales Gesprächsverhältnis entwickeln konnte und dass sie sich nicht gegenseitig, sag ich mal, angegriffen haben. Dass sie bestimmte Gepflogenheiten eingehalten haben, das war gut und das hat, sag ich mal, diese Medienhetze, die es in den letzten 4 Jahren gab, hat das so ein bisschen, also mal sagen, gebremst. Aber wir wissen nicht, was weiterkommt. Also das ist unsicher. Also Trump versucht natürlich, denke ich mal, Russland einzuspannen, auch für seine Pläne. Übernimmt er sich wahrscheinlich, aber er will vermutlich, dass Russland ihm dabei hilft, also dass der Iran seine Truppen aus Syrien abzieht,
dass also solche außenpolitischen Ziele wie auch mit China, dass also praktisch Russland, dass er versucht, Russland und China auseinanderzubringen. Das sind seine ziemlich primitiven, sag ich mal, Ziele, die er hat. Und wir wissen aber ja leider nicht, was in Helsinki genau besprochen wird. Da wird gemunkelt und die russischen Zeitungen haben also zu dieser angeblichen Gespräch über die iranischen Truppen oder diese Freiwilligen, die da in Syrien sind. Das hat die Nezavissima Gazeta angesprochen. Das wäre angeblich, also hätten die darüber gesprochen, Putin und Trump, aber das sind alles Spekulationen. Offiziell gibt es ja kein einziges Abschlussdokument von dem Treffen in Helsinki. Von daher sind das Spekulationen, aber natürlich wird Trump versuchen, also von Russland was zu fordern. Aber ich glaube nicht, dass Russland sich darauf einlässt. Wie denken Sie, welche Zukunft haben diese Beziehungen zwischen den USA und Russland? Weil jetzt nach diesem Treffen ist Trump sehr stark unter Druck. Also, wie denken Sie, wie werden diese Beziehungen weiter sich entwickeln? Also ich meine, die USA-Delegation hatte den Vorschlag gemacht, so einen Expertenrat zu gründen, wo russische und amerikanische Experten zusammensitzen aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen und sozusagen den Dialog zwischen den beiden großen Mächten wieder aufnehmen. Das ist eigentlich eine gute Idee und das kann man eigentlich nur unterstützen. Aber ich bin da skeptisch, weil ich meine, das Feuer, also was die amerikanischen, also die Medien, die eher auf der Seite von der Demokraten stehen und die sich mal sagen, Anti-Trump positionieren, das Feuer ist so scharf. Und wird ja auch von deutschen Medien auch voll unterstützt. Also dass das sehr schwer werden wird, also da eine konstruktive Ebene reinzukriegen. Aber ich meine, ich denke mal, Trump ist ein Pragmatiker und dem ist noch einiges zuzutrauen. Also man darf nicht so sehr auf seine Worte achten, auf seine ständigen Übertreibungen und Provokationen. Man sollte mehr gucken, was er konkret macht, ob er konkret jetzt wirklich also Handelszölle hochschraubt, ob er konkret wirklich neue Militäreinsätze plant. Das sind für mich also die konkreten Taten von ihm. Das ist das, woran man ihn wirklich messen muss. Ja, und ich habe heute auch Sommerpressekonferenz von der Bundeskanzlerin gesehen, ja. Und dort wurde immer wieder gesprochen über Hybridkrieg von Russland. Also Merkel hat wieder über den Hybridkrieg von Russland gesprochen. Und das alles mit dem Hintergrund dieses Treffens, ja, mit Trump und Putin. Also das ist so seltsam, ja, dass auf einer Seite, ja, gibt es solche Verbesserungen der Beziehungen zwischen den USA und Russland. Und einmal spricht Bundeskanzlerin von dem Hybridkrieg von Russland. Naja, ich meine, Trump hat ja Merkel auch ganz schön, sag ich mal, ist ja Merkel auch ganz schön angegangen auf dem NATO-Gipfel, also sehr brüsk und sehr konfrontativ. Und ich meine, das sind einfach zwei politische Konzeptionen, wie man sozusagen die westliche Welt weiterentwickelt. Also der eine Weg ist eben der mehr nationale Weg, den Trump einschlägt mit, also mit kontrollierten Handel und Protektionismus. Der andere Weg ist offene Grenzen und Globalisierung weitermachen. Das sind einfach zwei verschiedene Wege und dahinter steckt meiner Ansicht nach, also der westliche Kapitalismus ist in einer Krise und in dieser Krise haben eben, sag ich mal, vor allem die Vereinigten Staaten, die gucken eben einfach mehr auf ihre eigenen wirtschaftlichen Interessen, sind dazu wahrscheinlich gezwungen, weil sie ein hohes Haushaltsdefizit haben, weil sie auch sich totgekämpft haben mit ihren ganzen Interventionen. Und gleichzeitig ist Deutschland auch mal sagen, steht auch gut da wirtschaftlich, also kann auch mal sagen, auftrumpfen, wenn es denn wollte. Und das sind einfach jetzt unterschiedliche Interessen, die es immer gab, die jetzt aber in dieser Krisenhaftigkeit des Kapitalismus stark aufbrechen und das heißt aber nicht, dass die USA und Deutschland also mal sagen, wirklich zu Feinden werden, sondern es das heißt einfach nur, dass wir uns daran gewöhnen müssen, dass es eine harte Sprache gibt und ein ständiges Drohen und Erpressen
Gut, das kann auch theoretisch auch in kriegerische Konflikte führen. Also ich meine, da muss man auch, kann man nicht das sich völlig ausschließen. Aber erstmal denke ich, also das wird einfach nur hochgepokert und wird einfach ausprobiert, wie auch die Menschen darauf reagieren, ob die Bevölkerung das mitmachen. Also das ist einfach ein Spiel der Mächtigen. Und haben Sie bestimmt gehört über die Inhaftierung von der russischen Bürgerin in den USA wegen der Verdacht in der Spionage? Also sehen wir, dass Hexenjagd in den USA fortfährt. Ja, das ist natürlich extrem bedrohlich und also einfach, ich meine, das ist wahrscheinlich auch eine Antwort gewesen, also auf dieses Gespräch Putin-Trump in Helsinki, dass man also so ganz demonstrativ, also der amerikanische Geheimdienst ganz demonstrativ eine Russin verhaftet, die angeblich da Lobbyarbeit für Russland gemacht haben soll. Also es ist natürlich total albern. Jetzt habe ich auch gelesen, diese Dame hätte sogar Beziehung zur russischen Opposition, also ist eigentlich gar keine typische, sag ich mal, russische Patriotin. Also die Einzelheiten kenne ich jetzt noch nicht, aber ich meine, es gab schon einige von diesen Fällen in den letzten 4, 5 Jahren. Also ich erinnere mich an einen Spionagefall, wo eine ganze Gruppe von Leuten festgenommen wurde. Vor 3, 4 Jahren war das, glaube ich. Ich meine, das hat in den letzten Jahren zugenommen und ist auch natürlich ein schlechtes Signal. Dazu kommt eben die massenhafte Ausweisung von Reduzierung von Botschaftsangehörigen. Und ich meine, gut, da fällt mir natürlich die Ukraine ein, wo also der Chef der russischen staatlichen Nachrichtenagentur RIA Novosti, der Büroleiter in Kiew, Wyszynski, der also in Kiew, also da festgesetzt wird wegen Landesverrat. Ich meine, es hat auch eine gewisse Parallele in meinen Augen, ne? Also vielen Dank für Ihre Antwort und dafür, dass Sie die Zeit für uns gefunden haben. Okay, ich danke auch. Auf Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Unser heutiger Gast im Studio war Journalist und Buchautor Ulrich Heiden. Sie waren im Studio Newsfront bei der Sendung Die Frontlinie. Im Studio war Katharina Brauchtschenko. Folgen Sie bitte unseren offiziellen Accounts, die Sie unter dem Video finden können. Auf Wiedersehen. Thank you.